Letzter finaler Bonusraum, behaupte ich mal. Zumindest nach dem, was meine Recherche hergibt. Sektor G66 ist ja dann eigentlich auch schon das letzte Hauptlevel. Also wo sollen da sonst noch Ava, Bonusräume I kommen? don't wish to be heavy-handed. The severity of your actions here are immense. Selfish action could create an extinction event. Do you understand? Ava? I get it. Ich erwarte, dass es jetzt noch mal lange dauert. Und ich sehe, dass dieses Modul hier nirgendwo rein kann. Da geht's ja schon wieder los. Oder kann es hier rein? Also ich will die Tür öffnen. Da besteht diese Kabelverbindung. Die führt da unten rein. Okay, jetzt probiere ich mal was ganz Blödes aus, weil dieses Spiel ja doch manchmal mit Physikpunkten will. Ich versuche jetzt mal zu verhindern, dass die tatsächlich, dass die Tür zugeht. So. Kann ich das jetzt noch nehmen? Tatsächlich. Okay. Ach. Na, das ging jetzt aber mal super flott, ne? Bin ich ja ganz stolz auf mich. Gerade das Thinking Outside the Box habe ich super schnell hinbekommen. Okay. Oh Gott, jetzt gibt es hier aber viel zu lesen. Ah. Erstmal gucken, was sonst noch so kommt. Gut. Ich werde jetzt mal versuchen, diese Texte nicht im Stillen zu lesen, sondern laut. Ich habe immer ein bisschen die Befürchtung, dass ich dann was blöd ausspreche. Und die Englisch-Hipster sich denken, ach, wie kann er nur? Wie kann es nur Leute geben, die nicht perfekt Englisch sprechen? Aber da stehe ich jetzt einfach mal drüber und fange. Wo fange ich denn mal an? Ich fange hier an und dann im Uhrzeigersinn. Um Gottes Willen. Die Folge dauert etwas länger. The Imitation Game. I propose to consider the question, can machines think? The new form of the problem can be described in terms of a game which we call the Imitation Game. Okay, das erinnert jetzt an den Chinese Room. It is played with three people, a man A, a woman B and an interrogator C, who may be of either sex. Also Mann, Frau und ein Fragesteller, der egal welches Geschlecht hat. The interrogator stays in a room apart from the other two. Getrennt von den anderen beiden. Es fängt aber interessant an. The objects of the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which is the woman. Also wer ist der Mann, wer ist die Frau, muss er herausfinden, ohne mit denen natürlich in einem Raum zu sein. He knows them by labels X and Y, and at the end of the game he says either X is A and Y is B or X is B and Y is A. The interrogator is allowed to put questions to A and B. Also er befragt Mann und Frau und soll hinterher sagen, halt, wer Mann und Frau ist. We now ask the question, what will happen when a machine takes the part of A in this game? Also wenn A kein Mann ist, sondern eine Maschine, ob der Fragesteller das rausfindet. Will the interrogator decide wrongly as often when the game is played like this, as he does when the game is played between a man and a woman? Wird der Fragesteller falsch entscheiden? Ach so, genauso oft falsch entscheiden. Wenn es so gespielt wird, also mit Maschine, genauso oft falsch entscheiden, wie wenn es mit Mann und Frau gespielt wird. These questions replace our original can machines think? Okay. The question and answer method seems to be suitable for introducing almost any one of the fields of human endeavor that we wish to include. Seems to be... Also, dieses Frage-und-Antwort-Spiel oder diese Frage-und-Antwort-Methode scheint anwendbar zu sein, um... Oh Gott, der Satz ist komplizierter. Um einzuführen, so ziemlich jede, almost fast jede, jedes, auf jedes Feld des menschlichen Endeavor, weiß ich nicht, dass wir da mit hineinnehmen wollen. Also es ist, grob gesagt, auf viele Bereiche anwendbar.
We do not wish to penalize. Penalize ist, glaube ich, bestrafen. We do not wish to penalize the machine for its inability to shine in beauty competition. Beauty competitions, okay. Also wir wollen die Maschine nicht dafür bestrafen, dass sie nicht in Schönheitswettbewerben glänzen kann. Nor to penalize a man for losing in a race against an aeroplane. Und auch nicht, dass ein Mann nicht gegen ein Flugzeug ankommt. The conditions of our game make these disabilities irrelevant. Okay, also die Bedingungen dieses Spiels machen diese Unzulänglichkeiten unbedeutend. Der Zeuge, the witness can brag. Brag weiß ich nicht. The witness can brag if they consider it advisable as much as they please about their charms, strength or heroism, but the interrogator cannot demand practical demonstrations. Okay, der Satz wird mir zu kompliziert. Brag weiß ich nicht. Advisable, advice ist Hinweis. Wenn es empfohlen wird, wenn sie es als empfohlen betrachten, Brag, was könnte in dem Zusammenhang Brag sein? Schummeln ja wohl nicht. As much as they please about their charms. Witnesses sind ja dann wohl die, also Mann und Frau, beziehungsweise Maschine und Frau. Also das könnte sowas heißen wie, sie können lügen oder sie können ihm irgendwie was vormachen. Ja, so verstehe ich das jetzt. Okay, gibt's hier etwa auch noch? Zum Glück. Nur eine Seite. Interessant war es schon. Was kommt hier? Das gehört wahrscheinlich auch noch dazu. The game may perhaps be criticized on the ground that the odds are weighed too heavily against the machine. Also das Spiel wird dahingehend kritisiert, dass die Wahrscheinlichkeiten, wenn ich das richtig verstehe, zu stark gegen die Maschine sprechen. Also hätte die Maschine keine Chance? If the man were to try and pretend to be the machine, he would clearly make a very poor showing. Also der Mann könnte sich nicht erfolgreich als Maschine ausgeben. He would be given away at once by slowness and inaccuracy in arithmetic. Also er kann halt bestimmte, ja, Rechenprozesse oder bestimmte Antworten, die man schnell geben muss, die könnte er natürlich nicht der Maschine nachahmen. Umgekehrt könnte die Maschine das ja. Die könnte ja sich sozusagen langsamer denken. May not machines carry out something which ought to be described as thinking, but which is very different from what a man does. Da ist wieder das Denken und wahrscheinlich die Sache mit dem Bewusstsein. This objection is a very strong one, but at least we can say that if, nevertheless, a machine can be constructed to play the imitation game. Übrigens auch ein Film, den ich sehr empfehlen kann. Hängt nämlich auch mit Alan Turing zusammen. Be constructed to play the imitation game satisfactorily, we need to be troubled by this objection. Ist mir zu lang, der Satz. It might be urged that when playing the imitation game, the best strategy for the machine may possibly be something other than imitation of the behavior of a man. Aha, also zielführend für die Maschine soll nicht sein, dass sie einen Menschen nachahmt. This may be, but I think it is unlikely that there is any great effect of this kind. In any case, there is no intention to investigate here the theory of the game. And it will be assumed that the best strategy is to try to provide answers that would naturally be given by a man. Logisch, ne? Also der erfolgversprechendste Weg für die Maschine ist, den Menschen nachzuahmen. Auszüge aus Computing Machinery and Intelligence von Alan Turing. Genau. Das war ja noch gar nichts. Was kommt hier noch? And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. Gut, Gott hat den Menschen erschaffen, wenn das jetzt, ja, Lord God bezieht sich eindeutig auf Gott, wie er den Menschen erschuf. Oh Gott. Ja, jetzt sage ich es auch schon, oh Gott. Na gut, hier geht's weiter, führt ja kein Weg dran vorbei. I now proceed to consider opinions opposed to my own. The theological objection thinking is a function of man's immortal soul.
Jetzt wird's wahrscheinlich philosophisch wie bei Talos. Da steige ich dann auch irgendwann aus. God has given an immortal soul to every man and woman. Okay, also wir haben eine unsterbliche Seele. Das ist jetzt, klingt jetzt religiös auf jeden Fall. But not to any other animal or to machines. Okay, was also Tiere und Maschinen nicht haben. Hence, no animal or machine can think. Das ist jetzt einfach, das wird jetzt einfach mal behauptet. The heads in the sand objection. The consequences of machines thinking would be too dreadful. Also, die Konsequenzen davon, wenn Maschinen denken würden, wären grauenerregend oder furchterregend oder so. Let us hope and believe that they cannot do so. Okay, also da kann man jetzt lesen, dass das eben praktisch befürchtet wird, wenn die künstliche Intelligenz zu stark wird, was ja auch kein falscher Gedanke ist. The mathematical objection. There are a number of results of mathematical logic which can be used to show that there are limitations to the powers of discrete state machines. Keine Ahnung, was discrete state ist. Das klingt auch wie ein technischer Begriff. Es gibt auf jeden Fall Begrenzungen für Maschinen. The best known of these results is known as Gödel's Theorem 1931 and shows that in any sufficiently powerful logical system, statements can be formulated which can neither be proved nor disproved within the system, unless possibly the system itself is inconsistent. Weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Ist damit gemeint, dass es eine Programmierung im System gibt, die KI dann entweder bestätigen noch den Gegenbeweis dafür bringen kann, und dass das vielleicht die Begrenzung ist, wo dann so eine Barriere gesetzt ist von Programmiererseite. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich es gerade völlig falsch verstehe. The argument from consciousness. Jetzt geht es um das Bewusstsein. This argument is very... Warum ist da ein Komma? This argument is very well expressed in Professor Jefferson's Lister Oration for 1949, from which I quote, not until a machine can write a sonate, ja, irgendein klassisches Musikstück, würde ich mal sagen, or compose a concerto, because of thoughts and emotions felt, and not by the chance fall of symbols, could we agree that machine equals brain, that is, not, wann hört denn dieser Satz mal auf, not only write it, but know that it had written it. Huh? No mechanism could feel and not merely artificially signal an easy contrivance. Pleasure at its success, grief when it valves fuse. Be warned by flattery, be made miserable by its mistakes, be charmed by sex, be angry or depressed when it cannot get what it wants. Wie fing der Satz an? Okay, also Bewusstsein wird ausgeschlossen, solange eine Maschine, ja, eben noch nicht eine Sonate schreiben kann, ein Konzert oder Emotionen hat, die es dafür braucht. Und so weiter und so weiter, ja. Zum Schluss kommt noch was mit Fehlern und von Geschlecht beeinflusst, wütend oder enttäuscht. Oh, okay, also da wurde noch nicht großartig von Bewusstsein ausgegangen. Aber das ist vermutlich auch ein Text, der schon etwas länger her ist. Wobei 1949 ist eigentlich so die gleiche Zeit wie der Turing-Test, ne? So knapp. Okay, arguments from various disabilities. These arguments take the form. I grant you that you can make machines do all the things you have mentioned, but you will never be able to make one to do X. Was ist jetzt X? Das ist eine Variable, die ich einsetzen kann. Numerous features X are suggested in this connection. Connection mit X? Schreibt man das so? I offer a selection. Okay, für X kann man dann also einsetzen. Eine Maschine kann also niemals nett sein. Resourceful. Keine Ahnung, ausgefüllt? Nee. Beautiful, schön, freundlich, Initiative zeigen, Humor, gut von schlecht unterscheiden,
Fehler machen. Also mein Schachcomputer damals, der konnte Fehler machen, aber das war auch nur so programmiert. sich verlieben. Erdbeeren mit Sahne genießen. Jemanden dazu bringen, sich in ihn oder es zu verlieben. Naja, würde ich schon fast wieder meinen, wenn es den perfekten Menschen simuliert, dann ist das vielleicht schon möglich. Weil wir verlieben uns ja auch nur in irgendwelche Eigenschaften und letztendlich, wenn man mal guckt, wie viel rosarote Brillen es da draußen gibt, machen sich viele Menschen vielleicht auch was vor und sehen Dinge, die gar nicht da sind. Learn from experience, okay. Das würde ich auch nicht ausschließen, dass, und das ist ja gerade die Gefahr bei einer KI, dass sie aus Erfahrung lernen kann. Use words properly, weiß ich nicht. Jetzt kommt es immer mehr so in den Bereich, wo man widersprechen möchte. Weil, wenn nicht eine Maschine Wörter exakt benutzen kann, wer dann? Aber wahrscheinlich ist da wieder der Zusammenhang gemeint, so wie in den vorigen Audiologs mit House und Home, also das Haus allein und das Zuhause. Be the subject of its own thought. Mhm. Have as much diversity of behavior as a man. Ja, das kann man vielleicht wirklich ausschließen, dass, obwohl, wer weiß, dass Maschinen sich so individuell entwickeln, wie der Mensch es getan hat. Denn wir sind ja alle Individuen. Oder etwas Neues tun. Das passt ja hier zu diesem Raum, wo ich ja die Errungenschaft Thinking Outside the Box bekommen habe. Lady Lovelace's Objection. Our most detailed information of Babbage's analytical engine comes from a memoir by Lady Lovelace, 1842. In it she states, the analytical engine has no pretensions to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform. Her italics. This statement is quoted by Hartree, 1949, who adds, this does not imply that it may not be possible to construct electronic equipment which will think for itself. Na gut, das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr lange her. Also nicht 49, aber 1842. Ich habe das Gefühl, je weiter ich mich hier reinlese, desto mehr komme ich zum, keine Ahnung, in die Frankenstein-Ära zurück. Den künstlichen Menschen erschaffen. Das hat ja auch schon seine Ursprünge ein paar Jahrhunderte zurück. Beziehungsweise war mehr oder weniger wahrscheinlich immer so ein Menschheitstraum oder so ein Gedanke, den man hatte. Ich gebe jetzt langsam auf. Ich würde sagen, ab hier kann man selber weiterlesen. Ich lasse das mal kurz offen, überflieg's. Was haben wir noch? 4 Stück und da noch 2. Bitte mal einfach Pause machen. Okay, wer jetzt noch was Interessantes gefunden hat, der kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Oder ich lese es mir danach mal durch, in meinem eigenen Let's Play, was ich dann nochmal gucke. Auf jeden Fall müsste es das jetzt gewesen sein. Ich behaupte, das waren alle Bonusräume und damit ist jetzt dieses Spiel endgültig abgeschlossen. Und ja, wie ich so gerne sage, wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis dann.